Die letzte Grube war eine Schwerspatgrube, die Grube Wolkenhügel. Und die ist im Jahre 2007 zu Ende gekommen. Und zwar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern es war einfach leer. Es war ja die dritte und vierte Nachlese und es war nichts mehr drin. Und heute lebt aber die deutsche Baryt-Industrie weiter. Und das muss man sich immer vorstellen, der Schwerspat, der da heute verarbeitet wird, wird um die halbe Welt gefahren und kommt aus China. Das muss man sich immer überlegen. Und diese letzte Grube, wenn ich das zeigen darf, diese letzte Grube, das war hier oben die Grube Wolkenhügel. Das war die letzte Grube, die 2007 zum Ende ging. Und damit ist die allerletzte fördernde Grube im gesamten Harz, ob Ostharz oder Westharz, zum Stillstand gekommen. Also ich bin ja 1962 hier hingekommen als Obersteiger und Betriebsführer und hatte dann anschließend als Prokurist die technische Leitung über den gesamten Betrieb. Eisenbahnstrecke gegeben. Da hat es die Eisenbahnstrecke und die habe ich stillgelegt. Wann? 1969. Warum ist die stillgelegt? Das kann ich Ihnen sagen. Wenn wir 1969 diese Grube nicht, diese Grubenbahn nicht stillgelegt hätten, dann hätten wir in dem Winter 69-70 die Gruben stilllegen müssen. Da war so viel Schnee gefallen, wir hätten die Gleise nie freiräumen können. Und die Straße konnte man mit Planierrauben leicht freiräumen und die Lastwagen konnten fahren. Wer war der Besitzer des Betriebes? Alberti, das war ja noch der Nachfolger, der ja dann 1969 ausgeschieden ist und diese Baryt-Industrie in zwei gleichen Hälften verkauft hat, an die Kahle Chemie und an die Metallgesellschaft. Und das war ja der Sohn von dem alten Kommerzienrat, der ja 1900 und vor dem Ersten Weltkrieg diese Firma so groß ausgebaut hat. Das war ein technisches Genie. Sie hatten gerade die Frage aufgeworfen, wie das Königtum im 10. bis 12. Jahrhundert regierte, wie es die Macht ausübte. Das ist eine schwierige Frage. Wir hatten ja kein zentrales Königtum wie in England oder Frankreich, sondern die Könige gingen aus bestimmten Stämmen hervor, etwa die Ottonen, und man hatte auch keine Hauptstadt in dem Sinne, sondern man hatte ein Reisekönigtum. Wir können also heute sozusagen eine Landkarte aufstellen, um zu sehen, wie die Könige damals gereist sind, im Wesentlichen anhand der Urkunden.
Wir hatten also dann Königspfalzen, hier in der Nähe etwa die Königspfalz-Werla. Im 10. Jahrhundert bildeten sich feste Orte heraus, wie etwa Magdeburg. Vorher war es Aachen unter Karl dem Großen. Bei den Ottonen, vor allen Dingen unter Otto dem Ersten, hatten wir Magdeburg schon als festen Sitz. Unsere Zeitreise beginnt aber im Harzvorland, in Bad Gandersheim. Genauer gesagt an dem Ort, an dem jetzt die Stiftskirche steht. Im Jahr 852 gründen hier Herzog Lidolf und seine Frau Oda das Kanonissenstift Gandersheim als geistliches Zentrum einer großen sächsischen Adelsfamilie. Die Dynastie Lidolfinger ist reich und mächtig. Der Besitz von Grafschaften, Vogteien, Burgen und Herrenhöfen im Harzraum ist Grundlage der herausragenden Stellung im Reich. Im Jahr 919 wird sein Enkel Heinrich I. deutscher König des Ostfrankenreichs. Und im Jahr 936 folgt ihm dessen Sohn Otto auf den Thron. Nach der siegreichen Schlacht gegen die Ungarn im Lechfeld wird Otto 962 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Im Rahmen der Missionierung der ostelbischen Slawen gründet Otto 968 das Erzbistum Magdeburg. Mit seiner Frau Egitta regiert er ein Reich von der Nordsee bis Italien. Nach schwerer Erkrankung stirbt er 973 und wird im Magdeburger Dom beigesetzt. Auch in den drei folgenden Generationen werden ottonische Kaiser das Reich regieren. Erst mit dem Tod Heinrich II. Im Jahr 1024 endet die Regierungszeit der Dynastie. Wir hatten dann in der Nähe Quedlinburg im 10. Jahrhundert bereits. Das hing mit den Frauen oder den Müttern der Könige zusammen oder den Schwiegermüttern, die Quedlinburg etwa den Stift als Geschenk bekam. Aber wir hatten keinen zentralen Ort, von dem aus der König regierte. Und nun ist die Frage, wie hat er denn dann die Macht ausgeübt, wenn er keinen festen Sitz hatte, wenn er keine feste Kanzlei hatte, wo also mehrere Leute mit dem Ausstellen von Urkunden beschäftigt waren. Da beobachten wir eigentlich ein Wandern von Aufenthaltsorten, und an den jeweiligen Aufenthaltsorten wurden die Großen des Reiches versammelt und mussten dann als Zeugen oder als Bittsteller auftreten, um bestimmte Dinge zu bekommen. Und der König hatte dann immer den Kanzlisten sozusagen bei sich, den Siegelbewahrer, der dann die entsprechenden Urkunden besiegelt hat. Die Königswahl wurde im Wesentlichen durch das Kurfürstenkolleg vorgenommen, und die genauen Vorschriften sind in der Forschung etwas unklar, aber letztendlich in der Goldenen Bulle, also Ende des 14. Jahrhunderts, unter Karl dem IV. Genau festgehalten, und so war das Königswahlrecht sozusagen durch dieses Gremium, durch eine gewisse Demokratie, sag ich mal, war also das Königtum festgeschrieben in Deutschland. Die Lehnsordnung selber haben wir im Sachsenspiegel zum Beispiel sehr schön aufgezeichnet. Die Lehnsordnung, es gibt ja ein Landrecht des Sachsenspiegels und ein Lehnrecht. Und da gibt es eine ganz klare Ordnung. Wir haben die Fürsten, wir haben die Bischöfe an der ersten Stelle nach dem König. Wir haben dann die Grafen und die Herzöge bis hin zum Adel, bis hin zum niederen Adel. Ob etwa die Heerschildordnung, wie sie dort festgeschrieben war in den vier Stufen,
in den Bilderhandschriften sehr schön verbildlicht. Ob das tatsächlich so streng eingehalten wurde, das wissen wir nicht. Das ist also nicht so genau verbürgt. Aber man kann sich schulmäßig schon an den Sachsenspiegel halten. Gott gab ihm zwei Schwerter. Eins gab er dem König, das war das weltliche Recht, und eins dem Bischof, das war das kirchliche Recht. Und diese Zwei-Schwerter-Lehre stimmt insofern, als dass der König ja im 13. Jahrhundert mit der Konföderatio den weltlichen Fürsten die gleichen Rechte gegeben hat, die er kurz vorher schon den kirchlichen Mächten, also den Bischöfen und Erzbischöfen, gegeben hat. Das kirchliche Recht war ja weiterentwickelt als das weltliche Recht, weil durch das kanonische Recht wir ja schon sehr früh in Deutschland ein klares kirchliches Recht hatten. Das römische Recht, was ja durch Kaiser Konstantin und durch Kaiser Justinian im Grunde genommen schon begründet wurde, ist ja erst relativ spät eingedrungen. Und erst im 13. Jahrhundert, könnte man sagen, hat sich dann das römische Recht durchgesetzt. Und wir haben also zwei Rechtssysteme. Wir haben also das weltliche Recht und das kirchliche Recht. Und das meint die Zwei-Schwerter-Lehre. Normalerweise beanspruchte der Papst für sich, dass er die Bischöfe und Erzbischöfe einführt. Es gab aber eben auch eine Zeit, wo der König das für sich beanspruchte. Das war die Zeit des Investiturstreites. Und dann gab es auch den Kompromiss, dass der eine das vorschlägt, etwa der König, und der Papst bestätigt ihn dann. Das waren in Deutschland sehr, sehr komplizierte Verhältnisse. Aber das lag daran, weil der König die Kirche als wesentliche Macht, also die Bischöfe und die Klöster, als wesentliche Macht für den Landesausbau betrachtete. Der Bischof konnte durchaus an einen Grafen ein Lehen vergeben oder eine Vogtei, Gerichtsbarkeit über ein Grundstück, was dem Bischof gehörte. Oder ein Graf konnte an einen Adligen belehnen. Die Belehnung des Adligen musste nicht durch den König erfolgen. Allerdings hatte der König immer noch einen Rückhalt. Im Recht ist es so, dass das Gericht sozusagen anfangs im 10., 11. Jahrhundert immer vom König gegeben wurde. Das hieß Königsbann. Im Codex Baldini finden wir die ersten bildlichen Darstellungen von politischem Handeln im Mittelalter. Der Italienzug, König Heinrich VII. Im Jahr 1310, führt nach Rom mit der Absicht, sich vom Papst zum Kaiser krönen zu lassen. Zusammen mit seinem Bruder, dem Erzbischof Balduin von Trier, und einer Heerschar von 5000 gepanzerten Reitern überquert er die Alpen. Das Ritual folgt immer dem gleichen Muster: Anerkennung des Königs durch Huldigung und Unterwerfung, oder die königlichen Rechte werden mit Gewalt durchgesetzt. In Norditalien haben sich einige Stadtstaaten zu konkurrierenden Machtzentren entwickelt und leisten dem König und seinem Bischof Widerstand. Das führt zur Belagerung und Aushungerung der Städte durch das überlegene königliche Heer. Es kommt zu Schlachten und schließlich zur Vernichtung der Gegner durch Folter und Hinrichtungen. Grabsteinreste. Spätkarolingische Spuren in der Krypta der St. Viparti-Kirche in Quedlinburg. Der Lidolfinger Herzog, Otto der Erlauchte, soll hier in der Zeit um 910 einen Königshof mit Missionskapelle gegründet haben. Schon 926 fällt der Königshof von St. Viparti samt Kirche in den Besitz der Königin Mathilde, der zweiten Gemahlin König Heinrichs, und dient als Hofkapelle und Wallfahrtsort. Diese erste Kirche von Quedlinburg ist ein Vorgängerbau der heutigen Kirche von St. Viparti, die um 1200 errichtet wird.
Gleich gegenüber auf dem Schlossberg lässt König Heinrich eine Königspfalz errichten. Es wird die Grablege des ersten deutschen Königs. Die urkundlich erstmalig 922 erwähnte Osterpfalz von Quedlingaburg wird von den ottonischen Königen über Jahre hinweg zur Feier der Osterfeste aufgesucht. Nach dem Tod König Heinrichs 936 gründet Mathilde auf dem Schlossberg ein Damenstift. Und wir haben gerade im Harzbereich erfahren wir, dass hier sehr viel Königsland ist, sozusagen ein Kernland des Königs, des Königtums kann man sogar sagen. Das wurde sozusagen erst aus den Urkunden, wenn dann bestimmte Dinge verschenkt wurden vom König, da wissen wir, aha, das gehörte dem König. Das ist ein mühsames Geschäft, aber was wir aus den Urkunden saugen können, das ist schon bekannt und rekonstruiert worden. Der Staufer Friedrich Barbarossa verleiht Heinrich dem Löwen in dieser Urkunde von 1158 die Grafschaft Liskau und den Forst im Harz, auf die er als Besitzer des Gutes Einbeck und als Erbe des Grafen Uto von Katlenburg Anspruch zu erblichem Lehen in männlicher und weiblicher Linie erhob. Das ehemalige Jagdhaus Herzberg wird aufgrund dieser Urkunde zum Besitz Heinrich des Löwen und bleibt somit Eigentum der welfischen Herzöge. Das Schloss Herzberg in jetziger Form entsteht 1510 nach der Zerstörung des alten Jagdhauses durch einen Brand. Das Machtzentrum Heinrichs des Löwen. Die herzögliche Pfalz Dankwaderode in Braunschweig wird 1160 gebaut. Zur gleichen Zeit stiftet der Herzog die Kirche St. Blasii, den heutigen Braunschweiger Dom, in dem sich die Grablege der Welfen befindet. Im Evangeliar Heinrichs des Löwen befindet sich unter anderem das berühmte Bild seiner Königskrönung. Hier kommt zum Ausdruck, wie er sich selbst sieht. Dass nämlich eigentlich ihm und seiner Frau Mathilde aufgrund seiner Herkunft die Krone zusteht. Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern, regiert das Herzogtum Sachsen von 1142 und Bayern von 1156 bis 1180. Diese Herzogtümer sind Erbe seines Vaters Heinrich des Stolzen und seiner Mutter Gertrud von Süpplingenburg, der Tochter des Kaisers Lothar des Dritten. Es ist nicht nur die Zeit der Kreuzzüge in das Heilige Land. Mit Härte, Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit geht Heinrich gegen die ostelbischen Slawen vor. Auch die sächsischen Großen bekommen seine brutale Eroberungspolitik zu spüren. Heinrich gerät in einen Konflikt mit den sächsischen Adelsfamilien und Bischöfen im Land, die eigene, vom König verliehene Rechte über Grafschaften und Ländereien beanspruchen. Der Streit mit dem Askanier Markgraf Albrecht I., mit Erzbischof Wichmann von Magdeburg und mit Bischof Hermann von Hildesheim führt schließlich 1167 zum Sächsischen Krieg. Heinrich hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Viele tausend Menschen kommen bei den Kämpfen ums Leben. Städte, Klöster und Burgen werden geplündert und niedergebrannt. Weil Friedrich Barbarossa den Forderungen Heinrichs nach vollständiger Machtbefugnis über Goslar und über die Silbergruben im Rammelsberg nicht nachkommt, verweigert er die Heerfolge nach Norditalien. Herzog Heinrich kann nicht mehr mit der anfänglichen Unterstützung des Kaisers rechnen.
Es kommt 1180 schließlich zum Prozess gegen Heinrich den Löwen, dem Majestätsverbrechen und Landesverrat vorgeworfen werden. Der Verlust seiner herzoglichen Rechte und Reichslehen und ein Leben im Exil in England sind die Folgen der Verurteilung. Von Natur her, seit dem Beginn des 10. Jahrhunderts, war das Land im Besitz von Adligen, kann man sagen, bis zu Herzögen hin. Die Grenzen bildeten sich erst heraus, das ist eine gute Frage, mit den sogenannten Landesherrschaften. Wenn also Herzöge begannen, eine Landesherrschaft aufzumachen, etwa die Grafen von Wernigerode, die also im 12., 13. Jahrhundert begannen, eine Herrschaft zu festigen, ausgehend in der Regel von einer Burg. In unserem Fall wäre das die Wernigerode, die Burg Wernigerode. Und bei den Burgen bildeten sich dann Siedlungen mit Ministerialen, mit Adligen, die für den Hof arbeiteten, die in den Krieg zogen für den Fürsten. Die bekamen also dann auch entsprechende Rechte und unter Umständen wurde auch eine Stadt mit einem Recht bewidmet. Wir kommen auf die Stadtrechte später noch zu sprechen. Und so haben sich dann Landesherrschaften herausgebildet, die aber ihren Abschluss eigentlich erst im 15. Jahrhundert, also im sehr hohen späten Mittelalter, dann die Landesherrschaften sich herausbildeten und abschlossen. Das ist ja die Frage mit der Grenze. Und die Landesherrschaften, kann man eigentlich sagen, sind in Deutschland so im 16. Jahrhundert abgeschlossen. Goslar, Mühlhausen, Nordhausen, auch teilweise Quedlinburg über die Äbtissin, als reichsfreies Stift unterstanden direkt dem König und bekamen von ihm Privilegien, verselbstständigten sich dann aber. Im 13. Jahrhundert wurde dann das Königtum in Goslar auch zurückgedrängt. Der König kam nicht mehr nach Goslar, aber Goslar war reichsfreie Stadt und gab sein Recht auch an andere Ostharzstädte weiter. Und so haben wir hier florierende und gut funktionierende Stadtrechte, also ein Stadtrechtsraum könnte man das nennen, die auch ohne den König funktionierten. Wir sprechen immer von einer Königsferne, aber von einer gewissen Königsnähe durch die königlichen Privilegien. Das Königtum war natürlich nicht dumm und hat natürlich gerade von Goslar sehr viel Gewinn gezogen durch den Bergbau. Das gehörte immer noch zum König hin, denn irgendwie mussten ja auch die Heerscharen sozusagen finanziert werden. Und in einem komplizierten Prozess haben die Städte es verstanden, dem Königtum, das Königtum brauchte ja immer Geld, gegen entsprechende Zahlung. Das wird oft durch die Urkunden gar nicht deutlich. Aber wir wissen, dass in ausgewählten Fällen, dass da enorme Summen flossen, haben die Städte sich diese, etwa das Recht Münzen in Halberstadt oder in anderen Städten, hat der Bischof sich das Münzrecht oder die Stadt das Münzrecht erworben. Und insofern wurden dann die kirchlichen Macht, also Klöster, Bischöfe und auch Städte, immer unabhängiger vom König und haben ab und zu auch den Aufstand geübt. Drübeck war einer der größten Landbesitzer hier in der Grafschaft Wernigerode und hat natürlich sehr viel Landwirtschaft betrieben, Holzwirtschaft betrieben, sehr viel Ausbildung betrieben. Die sogenannten Facharbeiter, wie man sie heute nennen würde, die erfuhren ihre Ausbildung im Wesentlichen auf Klosterwirtschaften. Und als dann die Reformation kam und man sagte, Schluss mit den Klöstern, hat Luther und andere nicht ganz bedacht, dass damit auch die Ausbildungsstätten und die Bibliotheken als Stätten der Kultur vernichtet wurden. Und damit ist erstmal kaum ein Ersatz für Schulen, für Facharbeiterausbildung gekommen. Da hat durch die Reformation ist da auch ein enormer Zeitverzug von 100, 200 Jahren dann entstanden. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Man sagt immer das Kloster Drübeck. Natürlich, der Begriff ist berechtigt, weil vom Monasterium in den Urkunden die Rede ist, aber es war streng genommen kein Kloster. Es war, habe ich von Professor Faust gelernt,
ein Kanonissenstift nach der Regel der Kanonissen aus dem 9. Jahrhundert und hat dann durch königliche Entscheidungen, es gibt also 6 Königsurkunden, über eine Echtheit einer Urkunde streitet man sich noch, war es dann ein Reichsstift. Das musste man den Drübelgern erst mal sagen. Ihr wart mal ein Reichsstift, ihr war reichsunmittelbar. Und dann ist es dem, aus Gründen, die wir genauer untersucht haben, da ist gerade ein Aufsatz auch in der Harz-Zeitschrift entstanden, durch eine junge Rechtshistorikerin, die die Fälschung der Urkunden untersucht hat, der ersten Urkunden von Drübeck. Und sie kam dann darauf, dass das zusammenhängt mit der Übergabe von Drübeck an den Bischof. Es war dann bischöfliches Kloster, also nicht mehr Reichsstift. Und erst später im 12. Jahrhundert durch die Annahme der Benediktinerregel war es dann Benediktinerinnenkloster. Und da könnte man sagen, Kagaja Rasnitsa, wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist schon ein wesentlicher. Im Kanonissenstift konnte ich austreten. Ich musste nicht immer in dem Kloster bleiben. Im Kloster musste ich mein Leben lang bleiben. Im Kanonissenstift konnte ich Eigentum haben. Wir können für die Kanonissen, für die Damen, können wir Eigentum nachweisen. Das geht ab dem 12. Jahrhundert dann nicht mehr. Dann war die strenge Benediktsregel, die eingehalten werden musste, bis in das 16. Jahrhundert, bis zur Zeit der Reformation. Und dann war es evangelisches Frauenstift bis in das 20. Jahrhundert. Nicht weit von Kloster Drübeck entfernt, am nördlichen Harzrand, befand sich einst die königliche Jagdpfalz Elisinaburg, die 995 in einer Urkunde von Otto III. Zum ersten Mal erwähnt wird. Historiker gehen davon aus, dass diese Jagdpfalz schon zur Zeit Heinrich I., Anfang des 10. Jahrhunderts, existierte. Die Benediktiner, Mönche und ihre Konversen, teilweise 60, 80 Mönche da in Ilsenburg. Die haben also genauso Felder bewirtschaftet. Sie mussten ja erstmal irgendwo wie leben, aber sie haben natürlich auch eine gewisse Überproduktion. Wir wissen zum Beispiel von den Zisterziensern in Lenin, dass sie Handel bis nach Hamburg betrieben haben und Getreide nach Hamburg im Hamburger Schuldenbuch im 12. Jahrhundert ist das sehr genau verzeichnet, dass die Leniner Mönche Getreidehandel bis nach England betrieben haben und dazu Kredite in Hamburg aufnahmen und damit nicht nur sich selber versorgten, sondern auch weit überregional hinaus wirkten und Gewinne machten. Eine der ersten Erwähnungen für Ilsenburg, die Elisinaburg, war eine königliche Jagdpfalz. Das ist bestätigt worden. Und da haben wir eine ganz lustige Episode. Die Burgmannen saßen also auf der Jagdpfalz, da wo heute das Kloster Ilsenburg steht. Wir haben ja die Erkenntnisse von Ilsenburg hier in diesem schönen Band zusammengefasst, die Abtei Ilsenburg. Und der König hat dann dass die Burg spendiert für den Bischof von Halberstadt zur Gründung eines Benediktinerklosters. Und die Burgmannen wurden umgesiedelt zum Ilsestein hin. Und die haben dann sich aber an die Spielregeln nicht gehalten und haben öfters die Mönche ausgeplündert, haben denen das Essen geraubt, sodass der König sagen musste, also Leute, bleibt auf eurem Ilsestein, ihr habt bei den Mönchen nichts zu suchen, die stehen immer noch unter königlichen und bischöflichem Schutz. Also da war man nicht so zimperlich, wenn man Essen brauchte und Wildbret, dann hat man sich das auch von den Mönchen unter Umständen geholt. Aber es ist in der Tat richtig, der Harzwald war Bannwald, unterstand dem König, er hatte hier das Jagdrecht, aber das wurde dann allmählich zurückgegeben, abgekauft, an den Bischof abgetreten und ging nachher an das Kloster auch teilweise über. Diese Urkunde wird 936 von Otto I. ausgestellt. Dem neu gegründeten Stift Quedlinburg wird der Schutz der jeweiligen Könige zugestanden und darüber hinaus jeder anderen Gewalt gegenüber für unabhängig erklärt. Verliehen wird dem Stift außerdem das eigene Wahlrecht. Dazugehörige Besitzungen, Ortschaften und Herrenhöfe werden aufgezählt, darunter auch die Königshöfe Bottfeldern und Sipponfeldern in den Wäldern des Harzes.
Überreste des Hofes Sippornfeldern sind in der Nähe des Ortes Siebtenfelde lokalisiert worden. Über den Königshof Bad Feldern sind sich die Historiker uneinig. Einige sagen, die Jagdpfalz befand sich an der Bode bei Königshütte. Die anderen meinen den Ort am Eggeröder Brunnen auf dem Schlosskopf bei Elbingerode gefunden zu haben. Das wird oft verwechselt, Bodfeld mit Burgfeld. Das ist in den Urkunden nicht so sauber auseinanderhaltbar. Zumindest ist es bei Königshütte so, bei der Burg dort, die auch als Bodfeld bezeichnet wird, das ist eine relativ große Fläche, mehrere Hektar. Leider haben dort noch keine Grabungen stattgefunden, außer an der eigentlichen Burg oben. Aber in der Burgfläche, wenn da Grabungen stattfinden würden, da könnte man wahrscheinlich, also das ist sehr wahrscheinlich, wird von Historikern angenommen, dass, da sind ja auch mehrere Urkunden ausgestellt worden, dass da eine relativ große Königspfalz zu finden wäre. Im Grunde genommen haben wir ein sehr lückenhaftes Wissen. Wir wissen, dass ein Drittel der mittelalterlichen Urkunden mindestens gefälscht ist. Und wir wissen auch, dass mindestens die Hälfte aller Urkunden verloren gegangen ist. Das heißt, auf den wenigen Urkunden und archäologischen Funden, die wir haben, bauen wir unser Wissen auf. Und so gibt es dann auch immer wieder Überraschungen, wo wir dann sagen, oh, das ist ja dann doch ein bisschen anders. Etwa die Gründungsurkunde von Ilsenburg hat sich durch Bäumann als Fälschung erwiesen. Da stehen aber die ganzen Pertinenzien drin, also alles, was Kloster Ilsenburg gehört. Wir gehen zwar davon aus, dass das echt ist, aber im Grunde genommen steht das alles in einer gefälschten Urkunde und wir müssen auch viel Wissen aus gefälschten Urkunden ziehen. Wenn man die ganze Welt betrachtet, ist der Harz ein relativ junges Gebirge. Ja, 500 Millionen Jahre sind wenig im Verlauf der Erdgeschichte. Trotzdem in dieser Zeit sind sehr viele geologische Formationen entstanden. Der Harz ist gefaltet worden, der Harz hat sich gehoben, hat sich gesenkt, ist mehrfach von Meeren überflutet gewesen. Das heißt, er hat eine unglaublich große geologische Vielfalt. Und im Verlauf dieser 500 Millionen Jahre sind sehr viele Erze entstanden im Harz. Blei, Zink, Kupfer, Silber, Eisenerz, am Harzrand auch interessante andere Gesteine, die man abbauen kann, Gips mit der Naturzerstörung, Kalke. Und dieses alles zusammengenommen hat mal den alten Alexander von Humboldt, nicht den Goethe, sondern den Alexander von Humboldt, der den Harz recht gut kannte, der auch in Goslar gewesen ist, nachweislich zu dem Ausspruch verführt, der ihm indirekt in den Mund gelegt worden ist, aber der ist zitatmäßig sehr genau auf Alexander von Humboldt zurückzuführen.
Der Nordharzrand sei die klassische geologische Quadratmeile Preußens. Der Brockengranit hat eine Geschichte, die darauf beruht, dass eine Gesteinsschmelze sich nach oben gedrückt hat, aus vielleicht, was weiß ich was, 10 oder 15 Kilometer Tiefe, allmählich nach oben gedrückt hat, ein zäher Brei, 600 Grad heiß ungefähr, sehr, sehr zähflüssig. Und irgendwann ist ihm auf dem Weg nach oben die Puste ausgegangen. Das heißt, er ist in einem Sedimentpaket von Schiefern stecken geblieben. Diese Schiefer haben eine Mächtigkeit gehabt, die man als Geologe ungefähr mit 2000 Metern einschätzt. Also so viel hätte er noch zur Oberfläche gehabt, um sich dann Vulkan nennen zu können. Und unter dieser Bedeckung von 2000 Metern ist er dann über Jahrmillionen abgekühlt. Und mit dem Schiefer, der ja aus Tonmineralen besteht, hat er etwas gemacht, was die Menschheit aus dem glatten Ton macht, indem sie Ziegeln daraus formt und diese brennt. Und damit aus dem knetbaren Material ein widerstandsfähiges Material wird. Und so hat sich also der Brocken über sich eine widerstandsfähige Haube geschaffen. Eine widerstandsfähige Haube, die dann, als der Harz herausgehoben wurde als Gebirge, nicht so schnell abgetragen wurde wie das gleiche Gestein weiter weg von diesem Brockenpluton. Und auf die Art und Weise ist ein geologisch relativ weiches Gestein, nämlich der Granit, als höchster Berg des Harzes übrig geblieben. Man muss sich vorstellen, wir hatten hier im Tertiär vor vielen Millionen Jahren ein Klima wie heute in Kuba. Also tropisches Klima, tropisch-subtropisch, durchaus also fast schon volltropisch. Und in diesen warmen Bedingungen, feuchtwarmen Bedingungen, verwittert der Granit relativ schnell. Und in situ, das müsste man eigentlich mit der Kamera am Ort filmen, das kann man so mit Worten relativ schwer erklären, zerfällt der Granit zu Sand. Und in diesen Sanden schwimmen noch so letzte rundliche Kugeln, wo die Verwitterung noch nicht zugreifen konnte. Und diese großen, riesigen Eier, wenn die freigelegt werden, zum Beispiel durch Erosion, dann entstehen diese rundlichen Granitwollsäcke. Die sind also nie transportiert worden, weder durch Flüsse noch durch Eis, sondern sind vor Ort in situ, wie man sagt, herausgewittert worden. Und das sind diese zu Zehntausenden, zum Beispiel am Oderteich, bei St. Andreasberg, aber auch im ganzen Brockengebiet zu beobachtenden Granitwollsäcke. Die Engländer nennen das Onion Skin Weathering, also Zwiebelschalenverwitterung, auch ein sehr schöner Name. Fast alles im Harz sind Meeresablagerungen und überwiegend sind es Schiefer und Grauwacken. Und eigentlich könnte der Harz auch Schiefergebirge heißen. Und Sie müssen sich nun vorstellen, dass in diesen 400, 500 Millionen Jahren seither sehr oft Land und Wasser gewechselt haben. Dass also auf der einen Seite neue Gesteine abgelagert wurden im Meer und wenn das Ganze gehoben wurde durch erdinnere Kräfte, dass dann wieder Abtragung erfolgte. Nun ist diese Hebung und Senkung aber nicht gleichmäßig an allen Punkten des Harzes geschehen, sodass sich da also schon ein sehr entschieden unterschiedliches, diffiziles Bild ergeben hat für die einzelnen Schichten, die entstanden sind. Und dazwischen dann immer mal Heraushebungen, der Harz als Gebirge hat also wenigstens zweimal existiert.
einmal lange vor unserer jetzigen Gebirgszeit, in der wir hier leben, und einmal in einer Zeit, wo er dann wieder abgesenkt wurde und wieder neue Sedimente sich auftaten. Und in all das ist dann obendrein zu der Zeit, als geologisch im Rheinland die Steinkohlenlagerstätten entstanden, ist dann hier im Harz ein Granitkörper in die Gesteinsschichten eingedrungen. Und diese Granitkörper sind über Millionen von Jahren erkaltet. Und dann hat sich das ganze Gebirge eben wieder gesenkt. Und es sind neue Sedimente gekommen. Und dann kam die nächste Aufhebung. Und diese Aufhebung können wir in Verbindung bringen mit der Alpenauffaltung. Also ungefähr 60 Millionen Jahre her. Das bedeutet, 400, 500 Millionen Jahre altes Gestein ist vor 60 Millionen Jahren in den Zustand gepresst worden, in dem es sich im Moment befindet. Wenn im Untergrund, wo es ja zum Mittelpunkt der Erde hin immer heißer wird, wenn also im Untergrund eine Wärmequelle ist, die sozusagen als Warmwasserheizung dient, das heißt, kaltes Wasser von der Seite deshalb anzieht, weil das warme, erwärmte Wasser darüber nach oben, physikalisch bedingt nach oben strömt, dann erfolgt ein Auslaugungsprozess in den Gesteinen, die von dem Wasser durchdrungen werden. Das sind also geologische Prozesse, die Millionen von Jahren dauern. Und wenn die jetzt in diese Spalten eintreten, die durch die Gebirgsbewegung entstanden sind, weil sich ja das Gebirge gehoben hat und gegeneinander reibt und Schwächezonen aufweist, und wenn diese Wässer jetzt darin eintreten können, dann wird die Temperatur erniedrigt und der gelöste Mineralinhalt wird in diesen Zonen abgelagert und wir haben plötzlich die Gänge vor uns. Das Interessante ist, dass die Gänge nicht aus einem oder in der Regel nicht aus einem einzigen Mineral bestehen, sondern dass sie eine ganze Abfolge von Mineralen haben. Nehmen wir mal das Paradebeispiel einer Blei-Zink-Silber-Mine mit Kupfer und Pfahlerz und Quarz und Kalkspat und Dolomit. Dann haben wir also ein parallel zu den Grenzen dieser Störungszone verlaufende Abfolge, die immer wieder wechselt. Und das sagt uns eigentlich nur, dass die Bedingungen, die Temperatur und die Druckverhältnisse innerhalb des ganzen geologischen Systems gewechselt haben. Und die einzelnen Minerale, die dabei auskristallisieren, also sehen wir mal an, den Bleiglanz in unterschiedlichen Abständen zu der Begrenzung des Ganges nach innen gerechnet, die Bleiglanzabfolgen untersucht, haben durchaus unterschiedliche Spurenelementgehalte. Das heißt also, ihnen stand auch ein anderes Reservoir zum Auslaugen zur Verfügung. Und wenn wir die Lagerstätten nehmen, die im Harz eine große Bedeutung gehabt haben, den Rammelsberg beispielsweise, sind mit seinen Buntmetallen, und die Roteisenerzlagerstätten von Elbingerode, dann sind die auf dem Meeresboden
abgelagert worden. Das heißt, sie haben keine Spalten im Gebirge gehabt, sondern die heißen Wasser sind auf dem Meeresgrund ausgetreten und dort ausgefallen und haben die Erzfolgen gebildet. Bei den Buntmetallen des Rammelsberges muss eine große Vielfalt an Gesteinen zur Verfügung gestanden haben, aus denen die unterschiedlichsten Metallkomponenten ausgelaugt wurden. Wenn wir dagegen die Roteisenerzlagerstätten von Elbingerode uns ansehen oder von Lehrbach oder auch, das sind im Moment mal die Paradebeispiele, dann sind das monomineralische Lagerstätten. Das heißt, sie haben eigentlich nur Eisen als Metall. Zwar in verschiedenen Bindungen, als Oxid, als Carbonat, als Silikat, aber das Metall ist Eisen. Die Bode ist ein Urfluss des Harzes und sie ist schon vom Brocken beflossen. Also sagen wir mal von der Erhebung, die der Brocken einmal war, auch wenn er vielleicht noch nicht als Granit rausgeguckt hat, ist die Bode schon in einer Ebene geflossen und hat in der Ebene mäandriert. Und dann kam vor 60 Millionen Jahren die Harzheraushebung. Und da ist alles herausgehoben worden, einschließlich Mäander mit Bode. Und jetzt war die Bode plötzlich gezwungen, der Physik folgend, sich einzuschneiden. Und da hat sie keine Zeit mehr gehabt, sich als gerades Tal einzuschneiden, sondern sie musste sich in den Mäandern einschneiden. Und deswegen ist ein Gebirgstal mäandriert, das sonst, wenn es nach der Gebirgsheraushebung entstanden wäre, ein mehr oder weniger geradgerichtetes Tal gewesen wäre. Dann lass uns da nochmal den Anfangspunkt nehmen. Bei 68 und dann kriegen wir einen Bleistift wieder. Welchen hast du denn jetzt gehabt? 68? Ja. Bei 60 hast du den. Welche Höhe war das? Wir sind hier am Rande des modernen Tagebaus der Schiefermühle. Die Schiefermühle hat den Vorteil für die Archäologen, dass sie den Tagebau des alten Lagers angeschnitten hat. In diesem Anschnitt fand ein Kollege vor einigen Jahren einen Schuh, den gab er uns zur Datierung. Er datierte durch C14 in die Zeit um 1025 nach Christus. Das war eine Riesenüberraschung, weil
Unter einer Bedeckung durch moderne Halden von etwa 10 Metern lag offensichtlich direkt vor unserer Nase der alte Bergbau, den wir schon lange gesucht haben. Für uns war dieser Fund natürlich Anlass, hier am Rammelsberg intensiv zu prospektieren. Und letztlich erwuchs daraus die Grabung, die wir heute Ihnen präsentieren können. Wir werden nicht den ursprünglichen Beginn des Bergbaus an dieser Stelle finden, sondern nur den Punkt, an dem er vom Tagebau zum Bergbau wechselte. Aber das ist natürlich spannend, wenn Sie wissen, dass unter Tage in etwa 100 Meter Tiefe der ratstiefste Stollen zur Entwässerung angelegt wurde im 12. Jahrhundert. Dann heißt es, er hat in dieser Zeit schon 100 Meter tief Bergbau betrieben. Und das passiert nicht in einer kurzen Saison, sondern das heißt, dass es jahrelang schon vorher betrieben worden ist. Meine erste Grabung, die ich im Harz gemacht habe, war 1981 eine Grabung in Düner bei Osterode, eine Wüstung, die sich letztlich als verlassener Herrensitz herausstellte. Unter diesem Herrensitz fanden wir ein verfülltes Bachbett, etwa 2 Meter tiefer noch. Und in diesem Bachbett fanden wir Erze, Schlacken, die vom Rammelsberg und aus dem Oberharz stammen. Sie wissen, dass man früher sicher war, dass man die Geschichte des Harzes kennt. 968 unter Otto dem Großen wurden Silberadern entdeckt. Im 12. Jahrhundert ist der Bergmann, weil Heinrich der Löwe die Hütten um Goslar zerstört hat, in den Oberharz gewandert und soll dort den Bergbau eröffnet haben. Die Funde aus Düna widersprachen dem. Dementsprechend wurden sie natürlich auch skeptisch erstmal aufgenommen, aber wir konnten anhand der Stratigraphie und der C14-Analysen nachweisen, dass bereits in der Zeit um Christi Geburt Erz aus dem Oberharz nach Düna gebracht wurde. Wenig später vom Rammelsberg um oder über den Harz, Entfernung etwa 35 Kilometer, Kupfererz nach Düna gebracht wurde und dort geschmolzen wurde. Sag mal, für die tatsächliche Besiedlung bedurfte es dann eines Anlasses oder eines, ja, der von außen kam, und der war zunächst im Mittelalter der deutsche König. Denn der Harz war Reichsbannforst und dem König gehörte nach deutscher Rechtsauffassung, dem gehörten die Bodenschätze. Alles, was tiefer als eine Pflugschar war, gehörte dem deutschen König. So. Und er hat also offensichtlich die frühesten Siedlungen wie Bottfeld, also die Königshöfe im Harz, veranlasst. Und von diesen Königshöfen aus wurde frühester Bergbau betrieben. Eventuell haben diese Bergleute nicht das ganze Jahr im Harz gelebt, sondern nur während der, sage ich mal, von Frühling bis Herbst und sind im Winter, ja, dorthin gezogen im Harzvorland, wo sie zu Hause waren, und sind im nächsten Jahr dann wiedergekommen. Vielleicht war es so. Verändert hat sich das dann vermutlich vielleicht im 12. Jahrhundert. Das ist ja alles sehr fließend und kaum belegt. Dadurch auch, dass der König, der deutsche König, diese Rechte der Erzgewinnung, also seine Regalrechte und auch die Rechte der Münzprägung an die Landesfürsten vergeben hat und die nun entweder selbst diesen Bergbau betrieben oder aber das Recht wiederum weiterreichten in Form von Privilegien an Klöster oder eventuell interessierte Adlige oder an reiche Kaufleute, die dann Gewerkschaften bildeten. Das ist schon eine sehr frühe Form des Bergwesens im Harz, dass dort Gewerkschaften gegründet wurden. Es heißt in der ältesten Urkunde zum anhaltischen Bergbau im Jahr 1300, dass die
drei Klöster und ihre Konvente berechtigt waren, solche Gesellschaften, heißt es Societes, also wahrscheinlich sind Gewerkschaften damit gemeint, zu bilden und die Anteile geben, wem sie wollen. Die Erzgänge bissen zu Tage aus und der damalige kolonisierende Bauer oder auch der Lokator, der ist darauf gestoßen und hat sicherlich dafür eine Verwendung gewusst. Aber diese Gänge, die dann an der Tagesoberfläche ausbeißen, die sind ja nur schmal. Und da es die Tiefbautechnik, den Abbau durch Schächte, durch Strecken und so weiter, dass da diese Technik schon bekannt war, ist es also für mich ziemlich sicher, dass also auch schon in der sehr frühen Zeit Tiefbau betrieben worden ist. Wenn wir bloß ein ganz kleines bisschen drüber rausgucken, im Kupferschieferbergbau, da war das ja ähnlich. Das Flöz streicht zutage und trotzdem geht man sofort mit kleinen Schächten runter. Also die Erzlagerstätte im Oberharz zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Erdoberfläche bis in 1000 Meter herunter geht. Das sind mehr oder weniger, man kann es so als Linien in der Erdoberfläche sehen, und das sind auch Platten, die im Berg stehen. Und diese Lagerstätte, also den Erzgang, konnte man an verschiedenen Dingen erkennen. Da er eine andere Zusammensetzung hatte als die Umgebung, hatte er eine andere Wärmeleitfähigkeit. Dort schmolz der Schnee zuerst. Die Schwermetallbelastung hat dazu geführt, dass dort andere Pflanzen wachsen. Also so konnten diese Erzgänge lokalisiert werden und so hat man die im Mittelalter aufgefunden. Also die Anfänge hier im Raum Ebingen-Röder Komplex gehen über 1000 Jahre zurück. Das belegen Funde von Verhüttungsplätzen, die einwandfrei datiert worden sind noch vor das Jahr 1000. Und ich bringe das auch immer in Verbindung mit der Kaiserpfalz Botfeld, die hier in Ebingerode, nördlich von Ebingerode gelegen, im Bereich Eggeröder Brunnen hier existierte. Und diese Kaiserpfalz ist ja auch von zahlreichen Königen und Kaisern hier besucht worden, nämlich hier der Heinrich III. Ist hier auf Botfeld gestorben in den Armen des Papstes Innozenz IV. Und das zeigt an für sich, wie bedeutend die Pfalz schon war. Es gibt auch Urkunden, wo das Kloster von Michaelstein hier mit einem Grubenfeld belehnt worden ist im kalten Tal, wo über Schwefel und Alaun und Kiese die Berechtigung gegeben worden ist. Und das ist so 1238, glaube ich, datiert, sodass von hier aus grundlegend durchgängiger Bergbau hier im Raum Ebingerode gegeben ist. Die Mönche, die haben sich ja wirtschaftlich ausgiebig betätigt, haben also alle Gewerke gehabt. Und damals ist ja nur, da muss man den Bergbau sich nicht kompliziert vorstellen, man hat also über Tage in Tagebauen, und die Restlöcher sehen wir heute noch durch Pingenzüge, die ja um Ebingerode vorhanden sind, dass nur von Übertage mit Hacke und Schaufel und notfalls als Transportmittel eine Karre verwendet worden ist und hat das Erz unmittelbar an Ort und Stelle in den sogenannten Rennöfen verhüttet.
Walkenried finden wir im Bergbau engagiert seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, seit Barbarossa, Friedrich Barbarossa der Erste, der Stadt Goslar, aber auch den Herren hier von Walkenried die Rechte am Bergbau zugestanden hat, und zwar die Rechte am Bergbau am Rammelsberg zugestanden hat, sodass die Stadt Goslar und die Walkenrieder Mönche über 200 Jahre Bergherren, gemeinsam Bergherren am Rammelsberg gewesen sind. Da kommt dann sehr schnell, direkt nach der Stiftung Adelheids, einer der ganz Großen des Reiches ins Spiel. Das ist nämlich Lothar III. Von Süpplingenburg, der hier ein politisches Interesse verfolgt und der hier auch stiftet und Privilegien verteilt. Und Privilegien bedeutet immer viel günstigeres Wirtschaften, der also hier ein persönliches und wirtschaftliches und politisches Interesse hier hat und besonders an dem Vorgängerbau. Wir sind auch hier mit der Hochzeit dieses Klosters in der Zeit der Wasserkünste überhaupt im 13. Jahrhundert. Und vielleicht ist so ein bisschen deutlich geworden, dass die Zisterzienser ein sehr, sehr enges Netzwerk auch untereinander haben, sodass man davon ausgehen kann, dass um 1220 etwa der Einsatz der Wassertechnik im Bergbau und besonders in der Verhüttung hier über die Zisterzienser, über die Alpen hier in den Harz gekommen sind. Denn wir sehen hier die Zisterzienser um 1220 und in der Folge bei ihrer Verhüttung die Wassertechnik einsetzen, nämlich die Verhüttung der Metalle mit Hilfe von Wasserkraft. Die Walkenrieder Mönche haben auch im Oberharz, nicht im Bereich Kloster Zellerfeld, aber im Oberharz gearbeitet. Hier waren es die Mönche des Benediktinermönche des Klosters Juda und sonst was in Goslar, die dann hier das Kloster Zeller gegründet haben. Nun ist man sich auch nicht einig, war das Kloster Zeller eine Reaktion auf den Bergbau oder war das Kloster Zeller der Ursprung des Bergbaus? Also die Frage nach der Henne und dem Ei ist da noch nicht eindeutig geklärt, aber auf jeden Fall war dieses Kloster ein Mittelpunkt dieser Bergbauaktivitäten um Zellerfeld herum. Die Blütezeit ist in der Zeit kurz vor 1200, um 1200, das 13. Jahrhundert und im 14. Jahrhundert. Mit dem bergbaulichen Niedergang gerät auch hier diese Zisterze mit ihren ökonomischen Aktivitäten in die Krise. Im Harz haben sie es damit zu tun, dass sie nicht mehr in die Tiefen kommen können, um an das Erz dran kommen zu können. Denn vor 1350 haben sie es hier mit einer kleinen Klimaveränderung zu tun, das heißt einer sehr langen Regenzeit. Und das Wasser dringt derartig in den Tiefen des Bergbaus ein, dass die Technik nicht mehr ausreicht, um 1350 oder kurz vorher dann die Gruben, die tiefen Gruben zu sümpfen. Die Gruben saufen ab. Das ist auch ein Begriff aus dem Bergbau, die saufen ab. Und außerdem, aufgrund des jahrhundertelangen Ausbeutens, ist man also nun in solche Tiefen geraten, wo das Erz auch nicht mehr, das Kupfererz nicht mehr von so hoher Qualität ist. Das heißt, der Anteil des Kupfers auch nicht mehr so hoch ist, dass es ohnehin sich auch nicht mehr so lohnt wie zunächst. Also in solchen Tiefen, mit so einem technischen Aufwand, die Erze zu fördern. Und dazu kam noch eine Pestwelle, die das Ganze zum Erliegen gebracht hat, jedenfalls fast vollständig zum Erliegen. Man kann sagen, dass im Klausthaler Revier, im Rosenhof, der Bergbau wahrscheinlich kontinuierlich weitergeführt wurde, aber auf wesentlich niedrigerem Niveau als vorher.